Ihr Tee, Herr Juri. Vielen Dank, Frau Kugatz. Ihr freier Tag, Herr Juri. Ja, Frau Kugatz. Gehen Sie wieder zum Flughafen. Mhm. Das hat auch keinen Zweck. Aber es kann nicht mehr lange dauern, bis Alexander kommt. Es ist jetzt ein Jahr her. Na, wenn er wirklich kommt, dann wird er sich schon melden. Oder übrigens im Fernsehen. Aber Frau Kugatz, er weiß doch gar nicht, wo ich bin. Er weiß nur Frankfurt. Ja, und ich sage Ihnen, es ist schade um die Zeit, die Sie da sitzen und warten. Jedes Mal eine Enttäuschung. Was soll ich denn machen? Oh, wir könnten längst eine nette Freundin haben. Ach, das ist schwer. Ich habe nur einen Ausländerpass. Und außerdem muss ich sparen. Für Alexander. Was möchten Sie bitte? Etwas Billiges bitte. Ja, eine Tasse Kaffee vielleicht? Eine Tasse Kaffee. Achtung bitte, Ankunft des verspäteten Fluges 318 der Mirograd Airlines aus Mirograd. Ja, schneller ging es aber nun leider wirklich nicht. Das kann ich jetzt nicht trinken. Was kostet Ach, das? Lassen Sie nur. Ich kann es auch zurücknehmen, wenn Sie es so eilig haben. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Ich komme wieder. Bestimmt. Das waren alle Juri. Tut mir leid. Bestimmt? Jetzt kommt keiner mehr. Die Maschine da, da sind nie mehr drin. Aber das wissen Sie, Herr Juri. Ja, ist gut. Vielen Dank, Herr Hinscheid. Möchten Sie auch? Ja, gern. Einmal muss Alexander kommen. Mein Freund heißt Alexander. Alexander ist sehr intelligent. Er wird als blinder Passagier kommen oder mit einem falschen Pass. Aber er kommt. Bestimmt. Und Sie glauben, dass er mit dieser Fluggesellschaft kommt? Er kommt an irgendeinem Donnerstag ganz bestimmt. Aber warum ausgerechnet mit dem Flugzeug? Er hat gesagt, das nächste Mal werde ich fliegen. Fliegen ist viel einfacher. Das wird er Ihnen doch sicher schreiben. Geht nicht. Wegen Zensur. Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen. Bis zum nächsten Donnerstag. Ja. Juri, sehen Sie doch mal bitte nach, Band 9, da ist entweder Motor- oder Lichtschrankenschaden. Machen Sie doch mal bitte Lampenprüfung. Ist alles in Ordnung? Gut, danke. Okay, jetzt. Sehen Sie, da ist trotzdem ein Schaden. Band 9, sehen Sie mal bitte nach. Ja, ich gehe mal rüber. Ja? Legt bitte den Flug, der auf Band 9 lag, auf Band 14. Hey, Juri. Ja? Sag mal, du hast da am Donnerstag deinen freien Tag. Ja.
Dann komm doch mit aufs Gelände. Ich fahr raus. Was für ein Gelände? Na, unser Fußballverein, weißt du doch, hab ich dir doch erzählt. Du wolltest doch immer mal mitkommen. Eigener See, Schwimmen, Sauna, Federball, hm? Donnerstag kann ich nicht. Wieso? Da habe ich eine Verabredung. Na, den eben nicht. Sag mir Bescheid, wenn du Zeit hast, hm? Mach ich. So, für Sie. Danke. Wie lange wollen Sie das denn noch so machen, hm? So lange, bis Alexander kommt. Und immer diese Enttäuschung? Er kommt ganz bestimmt. So eine Flucht ist doch sicher sehr schwierig. Wahrscheinlich sind scharfe Kontrollen. Ja, aber Alexander ist sehr intelligent. Für ihn ist nichts so schwierig. Das? Da stimmt was nicht. Kommen Sie mit. Mensch, da ist irgendwas los. Fahr mal hin. Ja. Schauen Sie mal. Ist das nicht Ihre Maschine? Da sind ja so viele Leute. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist Alexander. Ja doch, ja Mensch. Lass mich mal durch. Moment, bitte. Wo tut's weh, Junge? Das ist ein Ding. Sowas, das habe ich ja noch nie gesehen. Dieser Mann hat illegal unser Land verlassen. Er muss mit nächster Maschine sofort zurückfliegen. Erst einmal muss der Fall behördlich geklärt werden. Aber durch unsere Behörde. Das ist unser Mann. Wir nehmen den mit zum Generalkonsulat und dort wird der Fall geklärt. Der Mann muss erstmal in ein Krankenhaus. Wir haben selbst gute Ärzte. Der Junge ist doch steif gefroren, das nicht einfach so mitzunehmen. Ich habe schon Polizei und Flughafenklinik verständigt. Das ist unser Mann. Sie haben auf ihn keine Rechte hier. Vielleicht ist das ein Krimineller, der unserem Land große Schaden zugefügt hat. Das wird die politische Polizei festzustellen haben. Alexander! Was habe ich gesagt? Das ist Entführung! Komplott! Komplott! Das wird die Polizei klären! Schwester, ich wollte nur noch einmal fragen, wissen Sie jetzt schon... Aber gehen Sie doch nach Hause. Es hat doch keinen Sinn, hier den ganzen Tag herumzustehen. Ich passe nur auf, dass man ihn hier nicht rausholt und wegbringt. Also hier wird nichts rausgeholt und weggebracht. Sie können das aufpassen, ruhig uns überlassen. Ja, natürlich, aber wissen Sie nicht, wie es ihm geht? Ich weiß nichts Neues. Aber da kommt Dr. Weber, fragen Sie doch ihn. Dr. Weber? Ja? Ich bin der Freund von Alexander. Ich wollte Sie fragen, wie geht es ihm jetzt? Für das, was er durchgemacht hat, geradezu glänzend. Hat er viele Schmerzen? Er hat Trommelfellschmerzen, leichte Erfrierungen, eine Quetschung am Arm. Dabei dürfte er eigentlich gar nicht mehr leben. Was meinen Sie damit? Bei der Kälte da oben. Das sind doch mindestens 30 Grad minus oder mehr. Und kein Druckausgleich. Dazu die dünne Luft. Aber er schafft es. Jeder andere wäre aus dem Radkasten rausgefallen. Spätestens beim Aufsetzen. Also, Sie können ganz beruhigt sein. Ihr Freund ist bald wieder fit. Herr Dr. Weber? Ja? Da sind zwei Beamte von der politischen Polizei. Wir möchten an Petrov sprechen. In Ordnung. Ich nehme Sie mit. Einen Namen? Dankeschön. Die Fahrt. Ja, bitte. Bitte. Ja, verlassen Sie sich drauf. Ich bringe das ganz groß raus.
Sie fahren sofort rüber zur Flughafenklinik und knöpfen sich den Jungen vor. Ist klar. Wie Sie an ihn rankommen, ist Ihre Sache. In Ordnung. Ich brauche unbedingt ein paar Fotos von dem Jungen und noch ein paar vom Flugplatz, wie er rausgefallen ist aus diesem Dings da. Wie soll ich die denn jetzt herkriegen? Na, stellen wir nach, Unschärfe und so. Und dann reden Sie mit ihm. Er muss uns unbedingt die Story exklusiv verkaufen. Wie viel soll ich ihm bieten? Sie haben doch keine Ahnung, was eine Mark wert ist. Bieten Sie 1000. Wenn er nicht will, gehen Sie bis 2000. Manu, hauen Sie ab. Ich schreibe inzwischen den Bericht. Okay, bis dann. Freund Sabine, bitte schreiben Sie. Für die Freiheit, dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Und gleich der erste Versuch hat geklappt? Nein, der erste nicht. Der erste Versuch war damals über die Grenze, als Sie geschossen haben. Ich meine, der erste Versuch mit einem Flugzeug. Ja, ich habe einen Inlandsflug gemacht. Und beim Aussteigen wusste ich, dass die andere Maschine ins Ausland geht. Ich bin gleich zur anderen Maschine rübergegangen, ohne dass jemand etwas gemerkt hat. Ich habe mich dort im Radkasten versteckt, bis zum Abflug. Wussten Sie, dass das vor Ihnen schon andere praktiziert haben? Ich meine, hier im Westen. Nein, so etwas liest man nicht in der Zeitung. Ich dachte, es geht. Ich hatte nur Angst, von den Rädern gequetscht zu werden. Sie sind sehr groß. Aber es hat mich nur hier erwischt. Ich wusste auch, dass es kalt wird und dass es lange dauern wird. Aber es war nicht langweilig. So. Ich habe daran gedacht, dass ich Juri treffe. Ob er wirklich in Frankfurt ist. Ich habe an das Leben hier gedacht. Man weiß es ja nicht genau, man stellt es sich nur vor. Sie schicken mich nicht zurück. Ich entscheide das zwar nicht, aber das ist nicht üblich bei uns. Sie können bestimmt bleiben. Hallo Alex. Eine Unverschämtheit. Verlassen Sie sofort den Raum. Verzeihung, wie die 1000 Mark. 1000 Mark für die Story. Sie dürfen hier nicht rein, das wissen Sie ganz genau. Hallo, kannst du raus jetzt? 2000 Mark. 2000 Mark exklusiv für uns. Deutsches Geld. Glücksrebe. Jahrgang 1969. Soll ein guter Wein sein. Bestimmt der Juri Glücksrebe. Na, das klingt doch noch was, nicht? Na, die sind ja heute groß in Vater, Juri. Die Spendierhosen an, was? Richtig feierlich. Ja, er hat es geschafft. Er ist wirklich gekommen. Er hat mich nicht warten lassen. Trinken wir auf Alexander. Auf Ihren Freund, Herr Juri. Mmh, feiner Tropfen. Wirklich? Den haben Sie gut ausgesucht, Herr Juri. Tja, was wird denn nun mit Ihrem Freund? Ja, wenn er raus darf und er muss nicht ins Durchgangslager, er darf bestimmt woanders wohnen, dann werden wir ihm ein Zimmer besorgen, nicht? Na klar. Und ich besorge ihm Arbeit. Bei uns ist viel zu tun. Die haben viele Gastarbeiter. Türken, Perser, Pakistani. Nein, dann ist er ja aufgehoben. Ja, erst mal. Aber Alexander ist viel zu intelligent für solche Arbeit. Er muss studieren. Auf der Universität. Für Sie, da steht wohl schon alles fest, was? Sie werden sehen. Und vorher machen wir eine Reise. Er soll Deutschland sehen und Frankreich und alle anderen Länder. Dafür habe ich gespart. Da haben Sie ja noch eine Menge vor. Aber Alexander wird es schwer haben. Er hat zu Hause ganz anders gelebt. Mit Vater und Mutter und Großmutter und Brüdern und Schwestern eine große Familie. Das ist weit weg. Zu Hause. Gute für Sie. Etwas in der Art werden Sie ja wohl hoffentlich nicht wieder tun. Bestimmt nicht, Herr Doktor. Ich glaube, wir können ihn beruhigt ins neue Leben entlassen. Bei seinem Freund ist er in guten Händen. Er kennt sich ja schon aus bei uns. Ja, aber draußen sind so viele Leute. Ach ja, richtig, die Presse. Ja, wir könnten natürlich mit ihm durch den Nebeneingang verschwinden, aber das würde ich gar nicht mal raten. Ich schlage vor, stellen Sie sich. Sie wollen mit mir reden? Ja, natürlich. Sie sind interessanter, als Sie glauben, Alexander. Es gibt Leute, die würden aus dieser Situation einiges rausschlagen. Rausschlagen? Ja, Geld, Reklame, Umsatz. Geld? Aber wofür? Naja, das werden Sie alles noch lernen müssen, Herr Petrov.
Unser kapitalistisches System ist nicht immer so intakt, wie man sich das vorstellt. Bei euch im Osten. Also Herrschaften, bitte nehmen Sie ein bisschen Rücksicht, ja? Herr Petrov ist noch schonungsbedürftig. Legen Sie das System Ihre Heimat verfolgt. Unserer Demokratie. Bitte nicht so schnell, ich verstehe nicht. Vielleicht stellen Sie Ihre Fragen mal der Reihe nach. Haben Sie konkrete Vorstellungen von unserer Demokratie? Würden Sie für die Freiheit sterben? Nein, ich glaube nicht an den Tod für die Freiheit. Es gab nur keine andere Fluchtmöglichkeit. Wie lange haben Sie Ihre Flucht vorbereitet? Gar nicht. Der Moment war plötzlich da. Wussten Sie nicht, dass Sie hätten sterben können? Nein, ich wollte nur weg, auf jeden Fall. Warum? Ich hatte es meinem Freund versprochen. Ja, haben Sie Ihre Story schon verkauft? Was haben Sie bekommen? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Himmel noch einmal, wir brauchen diese Story. Das ist ein richtiger Anheizer. Warum will er sie uns nicht geben? Ach, der Junge ist so naiv, das glauben Sie nicht. Ich habe ihm 1000 Mal geboten, 2000. Er kapiert überhaupt nicht, wovon ich rede. Na, die Bilder. Ach, Bilder, Bilder. Wir können die Leute nicht länger mit Bildern abspeisen. Alexander Petrov hier, Alexander Petrov da. Bei diesem Empfang, bei jenem Empfang. Ist doch langweilig. Die Leser wollen endlich was von ihm lesen. Also gehen Sie noch mal los und klemmen Sie sich hinter die Geschichte. Wenn Sie die Story schaffen, kriegen Sie eine Woche extra Urlaub. Gehaltserhöhung wäre mir lieb. Sehr witzig. Versuchen Sie es auf die Sentimentale. Der muss da endlich kapieren, dass er diesem Staat gegenüber eine Verpflichtung hat. Den Leuten zu demonstrieren, was die Freiheit wert ist. Mahlzeit, Herrn. Hier, habt ihr sicher schon gelesen. Eine Publicity hat der junge Weiß-Alexander fabelhaft. Oh, das ist der Knüller. Das geht sicher bald vorbei. Unsinn, wenn du dich jetzt ein bisschen dranhältst. Einweihung, Partys, Eröffnungen. Prima, du. Dann bist du noch eine ganze Weile on top. Hier, da kriegt doch ein Autogramm rüber. Aber was will man von mir? Das meiste ist gar nicht richtig. Mensch, ist doch pipegal. Hauptsache, du mischst noch eine ganze Weile mit hier. Also. Soll, ne, unterschreiben. Aber quer rüber. Danke. Das wird gerahmt. Moment bitte, Moment bitte. Hallo, mein Junge. Immer ein Lächeln aufgewinnen. Ja, erst schon wieder. Ja, warten Sie doch. Der Idiot, der Ding, warten Sie doch. Na, haben Sie sich hier schon eingelebt? In der Arbeit, ja. Ja, und sonst? Wenn Juri keine Zeit hat, weiß ich nicht, was ich tun soll. Na und? Gibt keinen Plan für die Freizeit hier. Keiner stellt mir eine Aufgabe. Und dann weiß ich manchmal nicht, was ich machen soll. Es gibt sehr viel Freiheit hier. Und dann wollen sie alle meine Geschichte. Immer wieder werde ich gefragt, warum ist das so? Was hat das gekostet? Es ist ein sehr schönes Radio. Trennt die Sender sehr scharf. Man kann sogar Miro grad hören. Was hat das gekostet? 480 Mark. So viel? Ich bezahle doch nur 30 Mark jeden Monat. Du willst doch sparen. Du brauchst das Geld später. Du kannst nicht mehr kaufen, als du verdienst. Aber es ist so leicht, dir etwas zu kaufen. Warum fragst du mich nicht vorher? Du hast schon viel zu viel gekauft. Lass dich nicht überreden. Geh nicht in so ein Geschäft. Immer wenn ich etwas allein mache, dann ist es falsch. Ist das von Carmolla? Ja. Ja, dann gehe ich morgen mit Ihnen hin. Vielleicht nimmt das noch zurück, hm? Wenn Sie wirklich Zeit haben, heute Abend gibt es Drei Schwestern von Tschechow. Wenn Sie wollen. Ja, gut. Ich habe selber einmal den Oberleutnant Nikolai in einer Schüleraufführung gespielt. Und vielleicht können wir hinterher dann noch ein Glas Wein trinken. Aber gern. Dann müssen Sie mir unbedingt von Ihrer tollen Flucht erzählen. So ein Fahrwerkschacht und die Kälte. Das müssen Stunden gewesen sein. Ganz dufter Hasen hier im Westen, was, Alexander? Alexander, wo bleibst du denn? Die Pause ist längst vorbei. Ich muss dich sprechen. Setz dich. Danke.
Was ist los? Ich gehe zurück nach Hause. Das habe ich gewusst. Ich kann so nicht leben. Ich werde nicht als Mensch behandelt hier. Wie eine Sache behandelt man mich. Man will nur immer meine Geschichte. Man interessiert sich nicht, was ich denke, was ich fühle. Ich kann so nicht leben. Du verstehst das doch. Ja. Ich gehe zurück nach Hause, wo ich hingehöre. Können Sie ihm denn nicht gut zureden? Nein. Er will nicht. Und wenn er nicht will... Nein, dann essen Sie doch. Er sagt, er gehört nicht hierher. Nach allem, was er auf sich genommen hat. Sie werden ihn bestrafen. Ja, aber die Strafe geht vorbei. Und Sie, Herr Juri? Ich? Ich bleibe hier. Abflug von Eurocard Airlines, Flug 324 nach Eurocard, Ausgang A3. Departure Eurocard Airlines, Flight Number 324 to Eurocard, Exit A3. Achtung, bitte, Herr Strauch. Nur zur Information gebeten. Herr Strauch, bitte. Und? Ist er weg? Ja, er ist abgeflogen. Tja, dann alles Gute. Nein, ich komme wieder. Nächsten Donnerstag. Tja, aber nochmal wird er doch bestimmt nicht herkommen. Nein, ich weiß. Aber ich... ich heiße Juri. Das ist aber ein schöner Name. Juri. Juri.